So. Kammer 15 von 60. This test requires the vehicles to drive faster than their safety limiters allow. The orange Aperture Science Propulsion Gel is able to increase the test vehicle's velocity threefold. As a side effect, it also provides marginal increases to vehicle driver fun. Alles klar, wir lassen ihn erstmal fahren und schauen uns an, was passiert. Erstmal nichts Gutes. Okay. folglich müssen wir da hoch, hätte ich gesagt, oder? Können wir das so machen? Ich meine, warum nicht? Grundsätzlich spricht da eigentlich nichts dagegen. Hakuzack. Es ist manchmal ein bisschen nervig, weil er nicht gleich einsnippt. So. Und so. Lass mir ihn da mal fetzen, ob das so funktioniert. Ah ja. Seht ihr? Erstes Problem ist schon aufgetreten. Der muss dann noch ein bisschen höher. Okay, und dann nehmen wir ihn trotzdem da einmal her. Und das geht jetzt nicht mehr. Er kommt trotzdem nicht durch. Das heißt, meiner Meinung nach sind wir hier unten schon falsch gewesen. Wir müssen einfach gleich viel höher ran. Und mit dem, glaube ich, müssen wir dann noch ein bisschen... bisschen weiter nach oben. So. Dann testen wir nochmal. Jetzt kommen wir rüber. Okay. Dann sprich, ist das hier das gleiche eigentlich. Wir gehen einmal so rüber. Und schauen uns an, was passiert. Hier hängen wir natürlich wieder Stahlseile auf. Let's go! Normal sollte die Kamera relativ easy sein. Das war wirklich easy. Okay. Konvoi schickt man auch durch. Für volle Punktzahl. Es wirkt ein bisschen wobbelig. Es ist ein bisschen wobbelig. Aber es funktioniert. Sehr schön.